Ich habe ein paar kurze Worte für dich, aber die können ganz viel verändern, wenn du sie nicht nur hörst, sondern auch in dein Herz lässt. Weil zurzeit geht es vielen Menschen nicht gut. Vielleicht geht es dir manchmal nicht gut, du hast Zweifel, du hast Sorgen. Mir geht es genauso. Und auch den Kindern geht es so. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie wir uns jetzt den Kindern gegenüber verhalten, um ihnen Hoffnung zu schenken. Und deswegen habe ich ein paar Worte für dich, die dir dabei helfen können und dich ein bisschen inspirieren sollen, diese Liebe an die Kinder weiterzugeben. Wenn ein Kind kritisiert wird, lernt es zu verurteilen. Wenn ein Kind angefeindet wird, lernt es zu kämpfen. Wenn ein Kind verspottet wird, lernt es schüchtern zu sein. Wenn ein Kind beschämt wird, lernt es sich schuldig zu fühlen. Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird, lernt es geduldig zu sein. Wenn ein Kind ermutigt wird, lernt es sich selbst zu vertrauen. Wenn ein Kind gelobt wird, lernt es sich selbst zu schätzen. Wenn ein Kind gerecht behandelt wird, lernt es gerecht zu sein. Wenn ein Kind geborgen lebt, lernt es zu vertrauen. Wenn ein Kind anerkannt wird, lernt es sich selbst zu mögen. Kinder, die man liebt, werden zu Erwachsenen, die lieben. Sei vielleicht der Mensch, den du selbst als Kind brauchtest. Ich hoffe sehr, dass diese Worte dein Herz erreicht haben und lass uns gemeinsam da sein für die Kinder. Lass uns in dieser herausfordernden Zeit diesen Kindern Hoffnung und Liebe geben. Das würde mich so sehr freuen. Wenn ich dein Herz erreicht habe, dann like dieses Video und teile es mit Menschen um dich herum, damit viel mehr Menschen verstehen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt liebevoll, respektvoll, tolerant und mit ganz, ganz viel Herz mit diesen Kindern umgehen. Es ist schön, dass es dich gibt. Dein Björn.